Moin, moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann mach es genau jetzt, damit du keine Schnelligkeitsübung mehr verpasst, Spielform, Passübung und. Also jetzt abonnieren. Ja, ich habe eine schöne Schnelligkeitsübung für euch in einem Wettkampf, wo die Jungs eine Orientierung, ja, sich orientieren müssen nach einem Pass, wie es hier sieht. Dann sind da 4 Tore im Zentrum, wo eins mit einer Stange abgedeckt ist. Hier sind 2, die sich entscheiden, welches Tor sie besetzen, und im anderen muss der durchsprinten, wie es hier sieht. Und bis zum Ende muss man versuchen, dort das Sprintduell für sich zu entscheiden. Ja, den Aufbau konntet ihr der Skizze entnehmen. Ganz am Ende packe ich die Skizze nochmal rein für euch, damit ihr das nochmal sehen könnt. Also 4 Tore im Zentrum, eine ist eine Stange davor, sieht man jetzt hier gerade nicht. Und die Spieler, die dahinter stehen, entscheiden, welches Tor sie besetzen. Und das andere freie Tor muss durchgesprintet werden. So hat man eine Findungsphase, wo man durch muss. So ist es auch im Fußball, dass man sich Wege suchen muss dadurch, wo man hin will nach einem Pass. Und ein schöner Wettbewerb am Ende. Wer es nicht geschafft hat, muss dann Burpees machen, als einen kleinen Unterstützer. Habe ich jetzt in dem Fall jetzt hier nicht, aber später habe ich es dann nochmal reingebracht. Ja, schön, dass du dabei warst bei meinem Fußballtraining. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir.